Hi und willkommen. Mein Name ist Andy und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Schulk. Und zwar nackt, oder? Komm, gehen wir mal zum Anziehen. Wir spielen klassisch Modus übrigens, ne? Und dann sieht schön bunt aus. Multiversum des Monado. Monado klingt irgendwie wie so ein Getränk, oder? Ja. Komm. Drei Charaktere sind noch übrig. Schulk, Bayonetta und Cloud. In der Reihenfolge werden wir mal spielen. Noch mal, ja. Unsere Smash-Angriffe sind ja richtig überpowered, ne? So. Wie soll er an? Keine Ahnung, Xenoblade Chronicles. Nie gespielt und habe ich glaube ich auch nicht so vor. Nehme ich an, weiß ich nicht. Ich habe nie von alleine davon gehört, also tue ich automatisch nicht mich darum kümmern, also weiß ich nicht. Ich habe schon genug Rollenspielserien, auf die ich mich konzentrieren kann. Ich krieg den nicht raus. Aha. Übrigens, Schulk habe ich irgendwie noch nie gespielt. So, ich nehme jetzt das Blatt und hör auf, so rumzuspringen, man bleibt doch mal einfach. Mein Gott, bleibst du mal? Dort gibt es wieder nicht. Der ist schon wieder. Der fliegt einfach nicht raus. Danke. Oh mein Gott. Mein Schulk hat zwar eine riesige Reichweite, aber die ganze Zeit, wenn man springt, dann tue ich nur in so eine Linie hier schießen, schlagen. Hat er wieder abgestellt. Oh gut, ich habe mich gerade aus Versehen in der Luft irgendwie wieder ausgewichen oder so. Ich dachte, ich hätte das schon wieder vermasselt. So, jetzt mal schmettern. Sagt schmettern. Und bams, raus ist er. So muss das gehen. Was ich irgendwie so ein Umhang gehabt. Schulk, Umhang, Umhang, Unhang, Umhang aktiviert. Ich seh dich. Alter, hat das Schaden gemacht. So, jetzt hau ich dich weg, pass auf. Oh, du Pisser. Der macht aber auch oft diese Angriffe, ne? So. Was jetzt, hä? Bin ich Metall-Schulk. Okay. Mit den einen Angriff kriege ich die mal getroffen, aber wenn ich, ich dachte, das war es jetzt. Ich komme nicht mehr rein, danke. Warum ist das so schwer, die rauszuholen? Ja, ist klar. Ich krieg die Krise, ey. Ich muss natürlich noch mal einmal frecken, ne? Oh, 0.3. Hi Cloud. Kommt nicht langsam. Da wollte ich nicht machen. Oh. Ich habe echt Probleme mit Schulk zu treffen. Also kann man das auch machen, genau. So war glaube ich vorher, ne? Auf zu blocken, Mann. Was ist das?
Geht raus. So, ich grab der mich jetzt. Also mit den Angriff habe ich immer, ne? Aber wenn ich meinen Smash-Angriff mache, dann weichen sie wieder aus. Aber ja, tschüss. Was ist das? Na komm, gut. Tschüss. Boah. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein, die Gegner zu treffen. Irgendwie Schuld kann die Gegner voll schnell raushauen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Aber warum konnte ich da nicht? Ich treffe den sogar von da unten. Ich sehe dich. Was ist das? Gut. Genau so geht das. Ich habe dich mit meiner Limonade erledigt. Ich meine Monado. So heißt das Ding, ne? Ja, wir machen ja nur 1 gegen 1, ne? Gut. Ich wollte das Ding nicht aufheben, was machst du da? Dreck. Was ist das? Jetzt schmettern. Hab gesagt schmettern. Nein. Wer ist jetzt noch gewesen? Warum habe ich springen aktiviert? Boah, der will mich hier direkt raushauen, ey. Falsche Richtung. Nein, 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 nein. Boah. Was versuchen wir? Nein, nicht auf mich, Mann. Gott. Nein, das ist wieder zurückgekommen. Oh. Ich dachte, das geht einmal so ganz herum. Oh. Junge, der hat noch 100. Gibt's einfach nicht. Hier. Warum habe ich so Probleme mit dir raus mit Schulk? Gibt's doch einfach nicht. Ja, 6.8. Das ist frustrierend. Bei mir habe ich das Gefühl, Meisterhand und Crazy Hand werden nicht so. Warte mal. Boah. Hat er nicht irgendwie Impulse Speed? Boah. Bleib mir doch einer. Boah. Wird nix. Seine Tilts sind gut hier, aber als andere irgendwie nicht so. Boah, geh da rein. Boah, geh da rein. Ey. Geschafft doch. Das Klärchen, Meister, nur Meisterhand, was? Mach ich so eine blöde Punktzahl ab oder wie? Oh, Dreck. Vision, ja, ich werde trotzdem getroffen, geil. Boah, Junge. Ich hab gar nicht damit getroffen, geil. Ja, bringt's ja irgendwie nicht. Schild bitte.
Komm mit Schuld nicht klar. Oh, ich will das hier aktivieren, mein Gott. Dann nicht immer irgendwie kürzer, wie man das aktivieren kann oder so. So gut, ich weiß nicht. War das erfolgreich? I'm really feeling it. Ich bin Australier. Meine, soll das australischer Akzent soll das sein, oder? Nicht australisch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendein Akzent. Gau-Ebenen, gut. Ich lieber das Bosskampf-Thema gehabt. Genau so ein, zwei Lieder von Xenoblade Chronicles. Und das Bosskampf-Thema ist richtig gut. Dabei wie das Lied hier aus dem Trailer von dem. So, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die Bayonetta. Die ehemals, weiß ich nicht, überhaupt Charaktere in Smash 4. Also, so, von was ich gehört habe. Wird andauernd, hat andauernd Turniere gewonnen. Und ja, ich glaube, ist aber nicht mehr so der Fall in diesem Spiel, ne? Keine Ahnung. Gucken wir mal, ne? Autsch. Ja. Dann, mein Gott, das noch zweimal sehen wir diesen Bildschirm hier. Außer Alstar Moos hat auch hier so was. Also ja, ich werde es vermissen, wenn das nicht der Fall ist. Ja, das war fast kommt Thema jetzt mit drin, oder? Keine Ahnung. Bestimmt so eine Medley oder Melee. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Medley. Also wenn verschiedene Songs so gemischt werden in einen Song. Also. Ich freue mich schon auf All-Star-Modus. Weil da werden wir nicht jedes Mal aufnehmen, außer dort wirklich nicht so lange. Also jemand ist wie Multi Smash, also man kämpft halt gegen alle spielbaren Charaktere auf einmal, ne? Hintereinander. Weil ich ehrlich gesagt ziemlich schwer, ich stelle mir halt ziemlich schwer vor, also wenn ich irgendwie zwischendurch Heil Items oder so zur Verfügung stehen. Also ja. Mal schauen. Schauen wir, abläuft. Ich habe nur, glaube ich, einmal sehr früh irgendwie so da reingestuppert, wie das aussieht. Und ja. Na, du hast. Ey, so eine Anspielung an diese eine Mission aus Monster Hunter World, wo man so ein Ei klauen muss. Und ein Rider-Loss verfolgt ein. Habe ich in so einem Best-of auf meinen englischen Kanal gemacht. Habe ich versucht, ein Ei zu klauen, wurde von diesem blöden Drachen verfolgt, ey. Aber voll stressig. Okay. Gut, dann kommt jetzt noch Bayonetta und Cloud Hemons ganz zum Schluss auch. Ja, weiß. Sieht cool aus. Das Einzige, was ein bisschen anders aussieht. Sollen wir jetzt eigentlich ein Ticket zurückbekommen? Nö. Das fragt mich nicht, was Bayonetta kann. Nur einmal im Multi-Smash gespielt. Ich kann die, ich glaube, die kann schießen, die kann Zeit anhalten. Boah. Ich weiß, ihre Smash-Angriffe sind voll übertrieben. Sieht das meine an. Buff. Hat den Schild von dem durchbrochen.
Meier. Rüstert. Nein. Rüstert. Nein. Also am glänzt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Hexenzeit. Ja, Bayonetta habe ich nie gespielt. Ich nehme mal an, es ist, wie nennt man das, Hack and Slay, ne? Sowas wie Devil May Cry. Devil May Cry habe ich gespielt, weil ich auch spielen, wenn der fünfte Teil rauskommt. Aua. Hexenzeit. Jetzt kann ich den, jetzt kann ich den Falken kaputt hauen. Sie kann sich in Schmetterling verwandeln, wenn sie. Hey! Boah, das ist jetzt wieder nicht wahr, ey. So ein Kackdreck, ey. Das Spiel verarscht mich doch hier. Biss dich. Biss dich. Mein Gott, warum kämpfen wir überhaupt in der Fire Emblem Level? Ah. Oh. 0,3 ehrlich. Schon wieder Fire Emblem. Nee. Ja, das geht nicht aus. Boah. Naja. Gut. Also ich kann halt mit Pistolen umgehen, ne? Soweit ich weiß von Bayonetta, ich habe mir nur irgendwie dieses Death Battle angeguckt hier, weiß ich nicht. Dante fürs Bayonetta Death Battle. Und da weiß ich nur so ein paar Sachen. Ich weiß, dass sie vier Knarren hat, zwei in den Händen, zwei in den Füßen. Was irgendwie komisch ist. Ich weiß, dass sie irgendwie ihre Haare als Waffe benutzt. Zum Kämpfen und so. Auch irgendwie komisch. Sehr gut. Und weiß ich nicht. Hier hat irgendwie so ein Dämon, den sie rufen kann. Mit dem diese Arme und Beine sind, die man sieht. Welcher irgendwie Metroiden-Kopfnüsse geben kann. Ja, irgendwie so was. Weiß nicht. Aber irgendwie so eine Cutscene oder so. Und da hat irgendwie. Madame Butterfly ist das, glaube ich, ne? Und ja, irgendwie den Dämon, den sie irgendwie rufen kann, kann irgendwie Metroiden mitten zerstören, indem sie irgendwie eine Kopfnuss gibt. Und zum Teufel. Mit der Linken? Nö. Oh geil. Sogar Tata gesagt. Oh, sehr gut. Nein, nicht gut. Okay, ich weiß, ihre Ultimate, da muss man irgendwie Button Mashing oder irgendwie so was machen. Ich weiß es nicht. Okay. Oh, blick doch mal raus. Ja, ich habe die Ultimate irgendwie nicht ausgelöst gekriegt. Also ja. Geil. Boom, in die Fresse. Also ja, irgendwie muss man den Gegner oder so treffen dazwischen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein Ding gemacht. Also ja, ist klar, dass ich das nicht schaffe. Okay. Also mein Charakter nach Wahl. Sie auf jeden Fall nicht. Die Angriffe sind irgendwie komisch. Ich treffe kaum irgendwie meine Gegner.
Nein. Soll ich da oben bleiben? Boah, leck mich. Hört. Stehen wir noch, wo wir gerade nur gegen Meister angekämpft haben. War ich einfach so schlecht. Ich habe das ja mal irgendwie so gedacht, irgendwie so. Wenn man zu wenig Punkte hat, kriegt man vielleicht nur Meisterhand oder so. Pit. Aber wir sind noch gar nicht ganz am Ende. Ja, okay, sie jagt ja irgendwie Engel oder irgendwie so was, ne? Es war Feinde mit Engel. Hat man irgendwie so aus dem Trailer gesehen. So, du. Verpiss er sich. Was ist das? Irgendwie habe ich leichter gehabt, mit den Dingern zu treffen, als ich Multismash gemacht habe. So, ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Ich glaube, jetzt die Zeit ein bisschen verlangsamen, damit wir die Engel verprügeln können. Heute immer auf nur Smash-Angriff zu machen. Gib mir das. Ja, jetzt geben wir dieses Ding, weil ich nicht verstehe, wie funktioniert und so. Okay, jetzt. Ich muss irgendwann drücken, glaube ich. Alter. Kann mir halt mal einer erklären. Nicht, dass ich sie irgendwie steuern werde. Da war mein Ausweichen. Wir haben sie aber auch ganz schön viele Animationen und so reingepackt, ne? Da will ich mir halt nur ein. So. Weil ich das Ding mal mit dem weggerollt. Er wurde davon noch getroffen. Ich wollte den Kasten so wegschlagen und er sollte dann so in den Abgrund rollen. Das wäre awesome gewesen. Palutena. Riesen Palutena. Ja, da schießt sie mit den Füßen. Krass. Und wie komisch, wie ein Affe. So, den hat auch keinen Engel, die ist eine Göttin, Mann. Na ja, muss nur mal nah genug an mich herankommen. Dreck. Genauso. Was ist das? In die Fresse. Ich habe eine Göttin in die Fresse geschlagen. Jetzt fühle ich mich stark. Ja. 8.4. Immer noch besser als Schulk. Gut, haben wir da weilig. Bleibt nur noch Cloud übrig. Ja, das habe ich geplant. Cloud hat letzten. Weil Cloud ist von Final Fantasy. Das ist meine Lieblingsserie von all den Sachen, die, glaube ich, hier drin sind. Was irgendwie ironisch ist, weil das hier ein Crossover von Nintendo ist. Also ich sollte eigentlich die Nintendo-Charaktere lieber mögen. Oh nein. Das ist so ein geheimes Signal von mir. Steht ihr es? Nein, okay. Wasser Hyoko, noch ein Wasser. Okay. Abby Trot. Was für ein Name. Geiler Name. Chio. Was? Da ist jemand Chio. Warum sehe ich das jetzt erst? Ich habe das wie oft schon gemacht? 60 Mal. Wahrscheinlich, man kann nicht die Mies nehmen. Das finde ich ein bisschen doof. Komm. Hätte man bestimmt auch irgendwie integrieren können. Warum werden die immer so benachteiligt? Konnte man schon in Online-Matches nicht spielen damals. Ich kann die, haben die keinen eigenen Story-Modus. Ich meine, komm schon. Warum? Da gibt es schon so viele Sachen, mit denen man die ja erstellen kann und so, und dann kann man nichts damit machen irgendwie. Abenteuer-Modus kann man die spielen, das ist ja schon mal was.
Aber ja, trotzdem. Mehr Rechte für die Mii, bitte. Wir sagen, wir haben noch Zeit für ein bisschen Geistertafel. Weil ich wieder offscreen so ein bisschen gemacht habe, ne? Also nicht. Für Level 3 Gegner habe ich versucht. Ein paar habe ich geholt, ein paar nicht. Level 4 habe ich gar nicht angefasst. Ich habe ein paar Geister rufen lassen. Und ja, das ist irgendwie, ich sollte das öfter machen, weil keine Ahnung, irgendwie auf der Geistertafel scheinen immer Geister zu erscheinen, die ich noch nicht habe. Oder es scheinen erst immer Geister aufzuhauen, die ich noch nicht habe. Und ja, nachdem ich hier rufen einige geopfert habe, da muss man ja ein paar geringer sternige Geister einsetzen, die man opfern muss. Und ja, nachdem ich die dann geopfert habe, kamen die direkt wieder, also auf der Geistertafel, und ich konnte mir die wiederholen. Also sollte ich halt vielleicht ein bisschen öfter machen, wo ich die voll schnell wieder krieg. Und da sieht sie, wie sie einen Engel ermordet. Cool. Rob 64 und Ticket gut für Cloud im nächsten Part. Was sind alle Charaktere, ne? Nicht, dass ich irgendwie einen da verpasst habe oder so, und ich bin irgendwie voll blind. Ich habe, glaube ich, nicht 15.000, ne? So, Genesect. Immer bei, ne, die will ich nicht. Ich will Dings haben. Level 4 Gegner, hallo, hier. Das ist ein Dings-Charakter, ne? Würde Katapultierbarkeit für alle, das wollen wir noch mal sehen. Was für ein Ding brauche ich denn hier erstmal? Nein, nein, ich brauche was Blaues. Da habe ich sogar Helferschritt. Das ist jetzt nicht so dolle, aber sollen wir sorgen dafür, dass wir überhaupt nicht katapultiert werden? Wir nehmen jetzt Bowser. Aber warum nicht? Startschaden habe ich auch gemacht, ne? Ja, schon schaffen. Also drei Gegner, merke ich gerade. Das wird nicht gut. Lass mich raten. Okay, gut. Das ist nicht 50% Startschaden. Sehr gut. Komm her. Du, komm mal her. Hey. Oh nein, ich komme nicht zurück. Das Ding ist noch da. Jetzt ist nicht mehr da. Danke. So, Revanche. So, dieses Ding bringt irgendwie nicht 50% Schaden. Itemblocker, Bluminator. Komm. Wie kriegen die dadurch hoffentlich Schaden? Bitte Katapultierbarkeit für alle. Hör auf, so viele Grabs zu machen. Komm. Weiß ich. Ich hab jetzt nicht auf. Was muss ich den Hauptgegner erledigen? Also dich. Komm. Oh, lass mich los. Oh, warum kriege ich denn das jetzt wieder nicht hin? Weil er hat gerade natürlich ein Schild, ist klar. Hey, her damit. Ja, du bist raus. Du bist auch raus. Komm. Das gibt's jetzt nicht. Tschüss.
Mein Gott. Schildbremser. Ich habe nicht mehr so viel von diesen Dingern. Boom. Okay. Macht bei hohen Schadenswert kurzzeitig unverwundbar. Ich brauche nicht dieses Next, ich brauche so Schilddinger. Waren immer noch nicht 10, okay. Wie muss ich denn ja noch von denen erledigen? Gut, was auch immer. Gucken wir noch hier mal einmal vorbei und jetzt kann ich für 15.000er Dinger holen. Sie Angriffe, genau das will ich nicht haben, ne? Gut. Ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter im Abenteuermodus, wo wir ja wieder ein ganz komplett neuen Gebiet sind, ne? Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und ciao.